Halloween ist zwar bereits vorbei, doch die Gruselstimmung, die bleibt aufrecht. Hier bei Tales of Zestiria. Ja, hallo Leute, und wie man sieht, wir haben hier so schon noch ein bisschen was zu tun. Zumindest, oh, Alter, bin ich der Schockene, Alicia. Vor allem hier halt im Museum, war das ein bisschen, naja, ein bisschen gruselig eben ist, was? Wir müssen das Stadt schnell finden werden, das hoffentlich auch. Moment, kurz richtig hinsetzen. So, jetzt. Artefaktenkunstwerk aus Heilen. Der schmerzt mich, also in einem schlechten Zustand vorzufinden. Geh mir ähnlich. Hey Alicia, diese Schrift an der Wand. Die Blut beschmiert. Ja, so auf dem letzten Paar noch zu sehen. Näher, wenn das Licht kommt. Naja, gut. Legen wir los, wa? Bisschen Safran. Safran! Jo, sonst nichts Besonderes, wa? Oha. Und Leute auch noch, das ist nie ein gutes Zeichen. Effektpotenzial, das haben wir schon was für eine krank zu machen. Jo, klingt eigentlich nie schlecht. Mal ganz kurz gucken, ein Getränk, Safran, sagt die Art der Verteidigung, bringt Art der Schaden auf Feinde, oder gab ein Esquire daher. Das war der stärkste von Mikleo, war, da ist er klar, aber ich denke mal, meinst du da ein bisschen, ja, Ender kannst du auch ganz gut gebrauchen. Dann mache ich noch einen Save, das war ein Quick Save, das kann sowieso nicht schaden, vor allem wenn wir hier scheinbar vor dem weiteren Endboss stehen. Immer noch auf Mittel unterwegs, war. Mal schauen. Wow. So, wir bezüglich Endbossen, so. Obwohl. Naja. Gerade einladen ist nicht wirklich. Kalzitstiefel, was war denn das? Naja. Okay. Gucken wir noch mal, was wir hier so alles haben. Ja, wir gehen mit der Angriff so runter und das ist eben doof, vor allem bei ihr. Das darf nicht passieren. Da geht mal der Arte Angriff hoch, aber sie hat ja kaum Arte. Wie sieht es denn so aus? Ach, da geht der Angriff hoch. Ja, wenn wir sehr etwas für Leila, wa? Nicht Feuerring, Quatsch, hier. Kalzitstiefel. Die hier, wobei es gibt bei ihr auch. Nein, doch, der Art der Angriff plus der Fokus geht hoch. So, passt. Hä? Hör was? Achso, nur der Boden, das ist schon, ne? Wird nicht plötzlich los. Oder mein Magen, die andere Variante. Ein Skorpion! Alle haben die Schwäche, will nur diese kleinen Spinnchen nicht. Na, da ist ja egal. Amatisieren geht natürlich nicht, geil. Also aber auch nicht, Mann. Was noch ein SK? Generieren SK, Dankeschön! Und die Zahlen gut, die Gegner sind angegriffen. Aber das Problem haben wir schon wieder gelöst. So, wenn es geht, leider bitte noch ein Level up vom Boss, aber ich schätze mal, daraus wird nichts mehr. Ja, die verdammte Elfe schon wieder. Die gehen mir sowieso sowas auf den Sack, hier, da glaubt man gar nicht. Und hier hat einen Windlanze. Meine Elfe sonst selbst kein Problem mit dieser Windlanze. Die macht so verdammt viel Schaden immer. Aus, ey. Was muss denn hier, oder? Was auch alles noch machen? Im Sinne von, ja, so und so viele Blocks bis nächste Fähigkeit oder sonst irgendetwas. Nein, voll dramatisieren. Echt schade, dass irgendwie, ja, Alicia nicht dramatisieren kann. Das wäre der Hammer.
Kann das schon wieder 4 SA voll hat. Naja. Oh, sonst ist nichts los, okay. Hä? Wer war das? Wer war das? Natürlich keiner gewesen. Hä? Schatten plus ein Elfe ist nie eine gute Kombo. Ich geh erst noch rein. Scheiß Elfe. Vier Elfen plus Spinnenrand, das ist doch. Aber rollt eigentlich die Essa. Naja, dann macht das schon, dann blocke mal ein bisschen. Die Pflanze. Die falsche getroffen. Aua. Das sah nicht gerade geil aus. Aber das schaffen wir so. Und Layla hat ihr Level up. Oh Mann ey. Naja. Okay, ein Haarband. Sage ich ja theoretisch nie nein, war von dem her. Genau, ein Haarband plus 1. Und ja. Ich habe der harte Angriff geht. 5 in der Verteidigung. 15 harte Verteidigung. 14. Würze sich von dem her. Nee, ist überhaupt ein harter Angriff, sorry. So, was wollte ich jetzt noch? Layla hat ja schon alles. Hab ich bei Zoe mal neue Arte gelernt, wo ich das gerade gemerkt habe. Nö, war. Bin noch die gleichen, weil ich sowieso nichts machen kann. Die anderen mache ich alle automatisch. Genau, bei den Kriegerarten sieht es ähnlich aus. Gut, der Rest macht sowieso alles automatisiert. Jawohl. Dann Kampfaktionen. Bereits 11 Punkte, automatische Göttlichkeit. Automatisiert sie automatisch. Brauche ich eigentlich echt nicht, weil kann man ruhig so stehen lassen. Ich würde echt mal gerne für die Wiederbelebung ein bisschen aufsparen, wa? Uns fehlen noch 14 Punkte dafür. Das hier aufgeht allerdings KO. Wir doch schauen, das kannst du ein einziges Mal automatisch amortisieren. Aber eben nur, wenn du schon amortisiert bist. Also in dem her, ist auf einen anderen Partner vermutlich, wa? Hm. Ja, voll fies. Der größere Schritte, das kann ja auch nicht schaden. Naja. Schau mal, wann es soweit ist. Wow! Ich bin voll erschrocken. Ja, eine Elfe ganz allein. Wenn Elfen nicht mehr helfen, dann sieht es so aus. Na, eine Katze erworben, was? Dann darf ein Titel. Sind wir schon bald. Könnte schon sein, dass wir da sind. War also sicherheitshalber mal ein paar Objekte verwenden. Apfelgummi eh genug. Ja, reicht schon. Dann leider momentan nicht zum Team war. Denke vor allem Mikro weg im Heilen und erinnere momentan auf einen Angriff direkten. Ja, ich muss wieder ein bisschen switchen. Kuckuck! Nö, wie war das? Ich hab was gehört. Mikio geht's nicht mehr ganz so gut. Ja,
Ahnung, ist das was stärker oder was? Nee, eigentlich nicht. Sehr gut gemacht, Leute. Ansonsten Alicia noch ein bisschen, wa? Dann, ja, ich habe eine Vermutung, wer uns dann an der Tür wartet. Zumindest mal gemäß Intro, aber lassen wir uns überraschen. Wir haben Entner dabei, die hat 3 Essa, voll, Layla keine, kein Problem. Alicia, Miklio, gut, Zoe auch schon 2. Jo. Und natürlich erst noch Safen, Schnellspar natürlich. Wir haben noch etwa so circa 9 Minuten Zeit für die Folge, könnte also noch lustig werden. Verarschen hier? Ja, wo? Direkt runter oder was? Ah, das Echloch. Geil. Kommo-Effekte unterbrochen können wir dann wirkungslos sein, aber auch schon festgestellt. Dankeschön. Soft Eyes. Da kann man also ins Nebenfoyer. Okay, muss ich also lang. Rosmarin. Direkt einsetzen. Steigert die Arte Angriffskraft. So, dann machen wir es doch mal. Leider danke schon genug, war. Mal ein bisschen bei Edna noch. Ja, Miklio. Was haben wir hier noch Schönes? Schönes vor allem. Hä? Krass. Also ganz kurz, Leute, weil das scheint jetzt echt zum Endboss, also glaubst zumindest, oder hoffst zumindest langsam mal, dass es zum Endboss geht, dann ist halt die Frage, wo geht's denn hier noch entlang? Ja gut, ich meine, da waren wir vorhin schon, war, wissen wir ja. Ich eine Abkürzung, war, wir können natürlich auch vorher noch speichern. Nicht nötig, weil ich habe gerade schnell gespeichert. Also dann, auf zum Endboss dieses Gebiets. Offenbar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich das ist, was ich vermute, oder ob irgendwas anderes noch passiert und ja, so weiter und so fort, wa? Gespräche, nix. Also, auf geht's. So, beeindruckt, da haben wir ein Bild, okay. Sonst sehe ich jetzt gerade nichts hier. Ich muss aufs Klo! Nicht jetzt, Zoe! Ach du Scheiße, Schwäche normal und Erde, Ritterfuhr, Panzerfuhre 9000 Level 18, ach du Scheinkleister. Führt das wirklich ganz übel. Nö, ist ja wieder Team gewesen, wollen wir verarschen? Moment, wir wollen jetzt was testen. Keine Klappen! Yo, Blitz! Oh, verdammt! Mit dem einen Kombo durchbrochen. Er kann meinen Kombo durchbrechen, ist klar, aber ich kann es bei ihm nicht, oder was? Also ganz, was gerne hätte, klappt es doch nicht. Technik selbst klappt schon, ich muss nur halt bei Alicia gucken, wobei ich hoffe, das macht es gerade Layla.
Hat er gerade mich geheilt oder was? Jo, da natürlich ein ganz geil. Verdammter Mist. Wäre ganz geil, wenn du mal ein bisschen verschwinden würdest hier. Jo, das ist halt die Alternative, war. Moment, nicht er, sondern Mikio soll es machen. Trank des Lebens! Da, Mikio wäre ganz geil, wenn du mich langsam heilen könntest! Was haben wir dazu? Leider war noch ein wenig, bis er zurückkommt. Egal, mach es anders. Amortisieren! Yo, Mann! Göttliche Kombo! Die haut rein, wa? Der Feuer amortisieren, Widerstand gegen Wasser, aber bringt's nicht, okay. Auflösen, gerade ein bisschen doof. Lass Mikio in Ruhe, du Arsch, also auf mich konzentrieren. Der Mikio macht seinen Job gut, der geht aus dem Weg, wenn er sieht, dass etwas nicht ganz so klappt, wie es soll. Sag mal. Wobei leider man die Matte nicht so, wie es gerne hätte. So. Nein, 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 lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. So, unterbrochen, dankeschön. Was ist das gerade? Was? フェイル。このな。相変わらずの鉄壁やな。お知り合いですか。ええ、昔知っちゃった。うちはアタックユーネン。よろしゅうな。変な名前だな。失礼やな。アタックはノルミン天族に伝わる由緒のある名前やねんで。はんなりしてるやろ。 エドナ様の傘について似てますよね。ああ、エドナさんのそれに触れちゃうとすっごく長くなるので後ほどに。そうなん？ライラ、ノルミン天族って？ちょっと変わった天族ですの。地の主になるほどの力はありませんが、他の天族のお手伝いができるんです。 お手伝い？天族の力をいい感じに強めてくれるメイドさんみたいなものと言えばいいでしょうか。さすがはライラはんやね。うちのことよう分かったはるわ。メイドさん？分かったような、分からないような。ライラの説明って時々適当だよね。 ふふふ、ヤボテンさんには分からへんよ。うちとライラハンの関係はな。余裕で想像つくけど。まあ、ライラハンのお連れさんやし、ブブ漬けでもごちそうするわ。Bitte was? Ja, Level Up ist geil, 1000 Erfahrungspunkte nehme ich gerne. Das ist jetzt aber gerade ein bisschen seltsam. Ein bisschen sehr seltsam, egal. Okay, Gegner war Stufe 18, wir haben es trotzdem alle gepackt und ja, aber wieso war ich noch eigentlich wieder. Aber egal. Ja. Muss so ein bisschen wechseln.
Zoe hat also ein neues Arte, haben wir gerade gesehen. Schallstoß. Hinausgewirkt, das andere schon aktiviert werden kann. Zerfleischende Brise. Oh, ist eine Kombi. Spenderzahn ist ja Erde, Himmelstrom ist Wasser. Ich habe gerade mehr Elemente drin, war natürlich nicht schlecht, obwohl, klar macht er hier mal einen Schallstoß. Mache ich die Brise, wa? Jo, passt doch auf. Auch. Ja, egal. Okay, verborgene Art und so weiter. Jo, müssen eigentlich klappen, wa? Okay, sonst sogar etwas. Wegen Kampfaktionen. Jetzt haben wir natürlich 13. Da habe ich noch eine Menge. Oh, die 20. Egal. Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei, bei diesem kleinen Dingsbums, was genau sein soll. Ja, Normin haben wir schon gelesen und so. Dienstmädchen quasi für Seraphim. Aber wieso ist der hier? Wenn doch hier irgendwie so eine Art, große Macht des Bösen sein soll, wa? Was zum Henker geht hier vor? In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!